dachte ich jetzt. Okay, hallo Leute, willkommen bei Super Mario Galaxy 2 mit einem lustigen Freund namens Flubber. Und ich habe mir natürlich diesmal einen Freund eingeladen, der diesmal mitmacht. Wen habe ich denn da? Den Arkner 917! Arkner 917 und Arkner 917, wir gucken ja den Lubber dabei zu, wie er gequält wird, weil ich habe gerade eine ganz lustige Art gefunden, wie man Lubber quälen kann und man kann die ganze auf dem Lubber rumhüpfen. Cool, das ist geil. Das ist klasse. Wirklich. Magst du das gerne? Ja, es erregt mich. Warum erregt es dich? Weiß es nicht. Ich bin ein Sadomasochistisches. Das ist nicht gut. Okay, Arkner macht mir gleich zu Anfang Angst. Okay, wir machen einfach erstmal weiter, glaube ich. Ich habe ja wieder einen lustigen Kameraden eingeladen. Was? Warum lasse ich mich schon wieder ein hier? Oh, okay. Auf die Weltvernichtung. Auf die Weltvernichtung? Ja. Okay. Okay, wir dürfen uns jetzt durchwirbeln. Durch die Raumwirbelgalaxie? Ja, wirbel dich dahin! Dann dorthin fliegen, tun wir das jetzt tun. Ja. Ja, geil. Also wollen wir da mal hingehen und mal schauen, was wir dort für lustige Aufgaben erleben dürfen, wie zum Beispiel eine mit Weile zum Dach der Festung. Ja, dann bewegen wir uns zum Dach. Wir benutzen die Super Furz Power, um uns da hochzuschießen. Alles klar, wenn du die Super Furz Power hast, dann kannst du mal rüberreichen. Aber ja, natürlich, gerne. Irgendwie kommt mir das alles sehr, sehr bekannt vor. Aber wir verlassen uns jetzt auf Agnes erotische Stimme, die uns leiten wird durch diese sehr grausame Welt. Denn er hat schon gesagt, oh, ich kenne das alles auswendig. Nein, hat er nicht gesagt, aber egal. Er wird schon... Nein, ich kann das gar nicht, ich bin zu dumm. Was zur Fuck? What? Ist super Schwarz-Weiß-Modus. Du, über alles ist eine Zeitlupe. Ja, geil, Zeitlupe. Das ist in der Matrix. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, Zeitlupe. Mario ist in der Matrix gefangen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht in der Matrix gefangen. Okay, okay, Zeitlupe. Er ist in der Matrix gefangen. Ja, er ist in der Matrix. Ah, okay, wo geh ich hin? Oh, die Musik dreht mal durch. Boah, ist die Tür wieder auf. Oh. Eine Tür. Hier, geil, Tür. Okay. Ja, geh wieder in die Matrix. In die Matrix. Okay, wow. Ja. Wo muss ich hin? Weiß ich nicht, vielleicht diesen Weg entlang. Warum machst du sowas? Weil ich sonst keine anderen Hobbys habe. Achso, okay. Deswegen habe ich die Matrix erschaffen. Achso, die Matrix. Die kann ich schon alles von dir erschaffen. Gut zu wissen. Ja, es muss auch erstmal können. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt sind wir wieder hier oben und alles ist schnell in diesem Spiel. Oh Gott, ist das grau. Kommt die Spacken alle ab? Stopp! Jetzt hat es ja alles abgespackt. Ich bin schneller als ihr alle zusammen. Oh Gott. Rätselmonster. Und du musst die Musik hören. Das ist so fantastisch. Es hört sich so auf Drogen an. Ach du Scheiße. Das ist alles nicht mehr witzig. Ach du Scheiße. Ich fand es auf jeden Fall sehr... Ich hätte es sehr witzig gefunden, wenn du in Zeitlupe gequetscht worden wärst. Oh, also nee, das will ich nicht sehen. Matrix. Ja, ich glaube, sie bewegen sich fast normal, wenn ich in Zeitlupe bin. Ja gut, vielleicht ein bisschen schneller. Das ist ja, wie Saburo schon gesagt hat, eine sehr interessante Mission, muss ich an der Stelle mal sagen. Oh shit, oh sh... Ja, lass uns gleich nochmal aufs Knöpfchen drücken. Ja, der Knopf ist toll, also ich hätte es auch mal so versucht, aber ich glaube, das ist reiner Selbstmord gewesen, das kann sein. Richtig. Super Knopfmodus! Ja, in der Matrix, ja. Mit Super Knöpfen. Okay, ja. Sehr gut, was mache ich hier? Ach du shit! Okay, weiter geht's. Auf den Knopf drücken. Auf den Knopf drücken. Yeah. Yeah. Also das ist ja wirklich angenehm, dass ich gerade mit dir in der Matrix lande, ne? Ach du Scheiße. Tja, Schadenfreude. Kein anderer kann die Matrix so gut erstellen wie ich. Ja, dass ich gerade mit dir in der Matrix lande, wollte ich gerade weiterführen den Satz. Das ist ja mal wieder völlig fantastisch. Bei dir passieren ja wieder die beklopptesten Sachen, ne? Natürlich, ich spiele die beklopptesten Spiele in der beklopptesten Matrix. Sehr gut, das machst du klasse. Okay, jetzt soll ich jetzt diese Propellermonster hier töten und die sind beide tot. Oh. Yeah, Beyblades. Und jetzt ist der Grüne und der darf jetzt sterben, damit ich da raufspringen darf, damit die an den Stern kommen, hoffentlich. Okay, ich will nicht sterben. Also zweimal sollte das nicht nochmal passieren, sonst bist du tot. Das hast du gut bemerkt. Ausnahmsweise. Ja. So, nee, wir holen uns jetzt den Stern, keine Sorge. So, fertig. Deine Worte dazu. Die Worte. Der Super Matrix Stern der Vernichtung, er wird euch alle auffressen. Ich hoffe, dass nicht noch so einer kommt. Das war ja, oh Gott, ich finde noch einen Matrix-Stern, cool. Nein, kein Matrix-Stern. Mal sehen, vielleicht haben wir jetzt das Glück, okay, nochmal einen Kometenstern zu sehen. Vielleicht. Das wäre auch eine Idee. Stell dir vor, du musst deine tolle Baumrutsche in der Wuchtwipfel-Galaxie nochmal im Matrix-Modus machen. Ja, gut, aber dann will ich ja gar nicht sehen, wie es dann. Ja, aber dann ohne Matrix, weißt du? Richtig. Dann ohne Matrix. Die Matrix-Mission ohne Matrix. Dann wird die Matrix Matrix halt. Damit es schnell ist, weißt du? Okay, du darfst ja auch so, wo gehen wir hin? Geh zu der Pyramide rechts oben. Alles klar, geh zur Pyramide Schlingersand-Galaxie. Okay,
Ich sehe eine Pyramide. Ich finde das nicht gut. Ich finde das alles wieder nicht gut. Schlingersandgalaxie, da hast du wahrscheinlich wieder das Schönste ausgesucht, ne? Ich hoffe es. Okay, dann wollen wir mal schauen. Die Rieselfalle des Sandolms. Das ist noch nicht mal ein Wort. Sandolms? Sand? Sando? Hans-Werner Olm. Ja, da habe ich auch irgendwie dran gedacht gerade. Da habe ich auch gerade ganz stark dran gedacht. Aber ich bin mal gespannt, was es wirklich ist. Es ist eine Pyramide. Wow. Und ein riesiges Mega-Ägypten! Wieso? Okay, ja. Mega-Ägypten. Wieso eine Mega-Ägypten? Ja, weil du Treibsand gesehen hast, aber wieso Mega-Ägypten dann? Ja, allein schon wegen der Pyramide, Mega-Ägypten. Achso, gut. Mega-Feuer, was sagst du dazu? Ja, geil. Oh, guck mal, so heiß. Das Feuer ist heiß, soll ich nochmal sagen. Da soll ich doch drauf aufpassen. Ja, da wird Mario ganz heiß von. So heiß, dass er sich den Hinter verbrennt. Ja, yeah, cool. Okay, jetzt könnte ich weiter auf dieses Thema eingehen. Hinter verbrennen plus heiß, so heiß und, naja, Adjektiv plus Hintern und all diese ganzen Sachen. Und alles ist hier verkürzt, hat doch gelockt. Oh, weg hier. Okay. Alles spackt da. Weißt du, was mir eingefallen ist? Ich glaube, ich muss noch eine Kometenmütze finden und bestimmt habe ich sie übersehen. Cool. Ich bin mir so sicher, dass ich sie übersehen habe. Ich habe sie eh nicht bekommen, ne? Ach, Leute, wenn ihr es wisst, dann sagst du ja. Aber ich glaube, vielleicht finde ich sie ja noch woanders. Ja. Vielleicht explodiert sie auch einfach. Du willst immer gerne, dass die Sachen explodieren. Also ich habe bestimmt gestern von dir schon dreimal, 3000 Mal gehört, dass die irgendwie was explodieren lassen soll. Ja, natürlich, weil ich Smogon-Fan bin. Warten, was? Smogon explodiert doch nicht. Doch, Smogon kann Explosion. Smogon kann Explosion? Ja. Guck mal, da ist eine Kometenmütze. Ich glaube, da ist... Hast du gleich übersehen. Wo ist der Haken? Wahrscheinlich explodiert gleich das Zeug, was du da runterwirfst. Oh, es explodiert ja wirklich. Oh ja, das tut es auch, aber... Wo ist der Haken? Dass diese dummen Hühner hier... Ey, ja. Die Explosionen sind realistisch, die tun sogar noch hinterher weh. Ja, geil. Oh Gott, geht weg. So, schön mit Öl, ich will deine Münze haben und dann ist auch gut so. Du hast ihn geklaut, du hast dieser ganzes Geld geraubt. Jetzt kann er sich kein Pausenbrot mehr kaufen, verdammt. Was zur Hölle? Die Dinger scheißen Bomben. Also ich glaube, da kann er vorher noch was anderes scheißen. Oh, egal. Ja, der möchte aber vorher noch etwas essen und muss ja die Bomben überhaupt mal rauskriegen. Achso, okay, ich verstehe. Yeah, Superpilz. Ich habe ein Leben bekommen. Ey, jetzt ist er zerquetscht. Doch nicht. Okay, alles ist gut. Alles ist wieder gut. Was? Ja. Ach du Scheiße. Ich hab... im Runterfallen-Modus. Nee, ich will nicht runterfallen. Ich hatte das nie vorgehabt, aber ich werde es auch jetzt nicht tun, nicht über diesen Treibsand hier. Finde schade, Mann. Wenn ich dabei bin, stirbst du nicht. Ich bin vielleicht ein Glücksbringer. Das bildest du dir gerade ein. Ja, aber ich finde diese Einbildung gut. Das glaube ich dir. Sie sorgt dafür, dass ich mich menschlicher fühle. Ey, wie machst du mir gerade wieder Angst? Ja, was soll man denn sonst? Du machst mir am meisten Angst, wenn du lachst. Nee, wenn du normal lachst. Achso. Das kannst du nur, das ist dann authentisch bei dir. Okay. Der Lache ist sehr authentisch. Und ich werde gleich überrollen, ja, weißt du das? Lololo, guck mal, lo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 . Okay, egal. Lololololololololo. Okay. Lololo. Thema Glücksbringer! Ja! Ich hab deinen Anti-Glücks-Modus gestartet. Nein, hast du nicht. Du hast deine Kometenmünze verloren. Hab ich? Ja. Hab ich nicht. Doch. Hab ich nicht. Ich hab doch den Checkpoint erreicht. Ich hab nicht die Münze verloren. Ich beeile mich nur diesmal mit denen herumwackeln. Wackel. Okay, auf die andere Seite. Mal gucken, ob du diesmal wieder rechts rausfliegst und überrollt wirst. Ne. Ich hab einfach nicht so viel Spaß mit Mario gerade. Okay, jetzt reicht's auch. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Jetzt kommt da wieder diese fiese Stelle. Da ist die fiese Stelle. Jetzt kommen immer mehr. Oh, ist das aber toll. Nee. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Superball von Sat1. Immer Superball. Stimmt. Das haben wir auch. Links, rechts. Und dann oben. Und nachher waren wir konnten wir eh nur an beide Kanten gehen. Das war das Einzige, was man machen konnte. Und irgendwann wurden wir von der Kante gefangen und dann war man tot. Richtig, und man konnte sowieso nicht gewinnen, weil der Typ so eine beschissene Reaktionszeit hatte. Ja, das war sowieso so. Ja, war echt so gewesen. Also von dem her hat es gar nichts gebracht. Das war echt immer unfair. Oh, hier, jetzt müssen wir hier lang. Ja, will ich mir was kaufen? Du die Penner Power. Okay, ich kaufe mir Hobo Power. Wollen wir kaufen gehen? Okay, la 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 la, Lumalan, willst du kaufen? Ja, würde ich. Okay, ja. Hobo Power. Okay, Zeit zu bezahlen. Auf keinen Sternteil mehr. Der wäre auf jeden Fall ein guter Insolvenzeintreiber, so ein Schläger. Verwandelung? Verwandelung! Okay, gut, Verwandelung. Und jetzt den Hohepilz einfach nicht mitnehmen.
Alle wieder weggehen, nö, ihr habt doch keine. So, keine Lust. Wow! Ich sage, ich Items. Was? Guck mal hier. Super Sandloch, da hast du es. Was soll denn das sein? Was soll das? Das ist der Anfang und das Ende der Matrix. Mabi! Oh. Mein Gott, da kommt bestimmt ein riesen Ameisenbild. Nee, was soll das denn jetzt? Was denn da? Oh Gott. Entschuldigung, nicht anfangen hysterisch zu lachen. Nicht anfangen hysterisch zu lachen. Was wirft denn der? Er wirft mir jetzt erst eine Feuerblume. Das ist, glaube ich, erstmal viel wichtiger. Feuerblume her. Tja, Feuerblumenmodus. Okay. Nimm das. Oh, vielleicht mag er das oder mag er es nicht? Nein, ich glaube. Ja, doch jetzt. Ah! Ja, mitten. Und Mund gefeuert.